So, Sie sehen jetzt eine rote Folie. Ja, ich begrüße Sie alle zusammen zur ersten Session des Wissensmanagement MOOCs hier aus den Schweizer Bergen. Sie sehen in dem Bild hinter das Mont Blanc-Massiv, auf dem ich im Moment gerade nicht stehe, aber nicht so sehr weit weg davon, 1500 Meter. Also von daher ist es auch ganz schön. Und rundherum die verschneiten Berge. Wenn wir uns jetzt loslegen mit der Thematik Wissensmanagement und dem MOOC, dann ist es natürlich erstmal sinnvoll, dass wir uns einmal mit dem Objekt Wissen beschäftigen. Was ist eigentlich Wissen und was verstehen wir darunter und was bedeutet das dann und welche Implikationen hat das für den Umgang mit dieser Ressource Wissen? Und dazu möchte ich gerne meine Wissenstreppe erläutern, die ein Modell ist der wissensbasierten Wertschöpfung und auch gleichzeitig ein Modell ist, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir lernen. Ich werde einzelne Aspekte hinaus gleich einmal darstellen. Beginnen wir doch einfach mit den ersten Dingen, Zeichen, die wir haben. Also, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn wir etwas schreiben, wenn wir etwas lesen, dann tun wir das über Zeichen. Das können Buchstaben sein, das können aber auch Symbole sein, weitere Art Visualisierungen. Und diese Zeichen setzen wir zusammen aufgrund von Regeln. Das ist die Syntax, also die Grammatik zum Beispiel, die mathematischen Regeln. Und mit dieser Syntax werden die Zeichen zu Daten. Also ein Beispiel: 1, 2, Gradzahl, 12 Grad, die Syntax zusammensetzen. Das ist ein Datum, 12 Grad Celsius oder ein Aktienkurs oder was auch immer. Dieses Datum selbst hilft uns noch nicht sehr viel weiter, um jetzt hier diese Daten zu nutzen, sondern wir müssen diesen Daten im nächsten Schritt eine Bedeutung zumessen. Das heißt, die Daten werden erst, wenn sie eine Bedeutung kommen zu Informationen, zum Beispiel 12 Grad Celsius Außentemperatur zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort, Daten über Kundenverhalten werden mit einer Bedeutung hinterlegt, indem wir diese Daten unterschiedlichen Kundengruppen zuordnen oder ähnliches. Diese Informationen sind dann, die Daten eigentlich auch schon, der Rohstoff, aus denen wir dann weiter Wert generieren können. Also wenn Google ihre Daten entsprechend auswertet und zu Informationen macht über ihr Kundenverhalten oder ähnliches, dann wird es im nächsten Schritt sich darüber Gedanken machen, was es ihnen für einen Schrott anbieten kann oder ähnliches auch. Also diese Informationen bilden die Grundlage für weitere Wertschöpfung. Und jetzt kommt der Schritt, diese Informationen verdaubar zu machen, diese Informationen in einen Kontext zu setzen, in einen Bezug zu setzen. Und das ist dann das, was wir Wissen nennen. Wissen sind Informationen in einem Kontext mit ihren Erfahrungen, mit ihren Erwartungen, die sie haben. Die Frage wäre jetzt, was ist eigentlich Wissen? Wenn wir jetzt sagen, neben dieser mehr formalen Definition Informationen in Kontext gesetzt und vernetzt und ähnliches, was, wenn wir sagen, ich weiß etwas, was sage ich dann? Was bedeutet das für mich? Was kann ich dann tun? Und dazu möchte ich jetzt schon mal gleich auf eine nächste Folie gehen. Ich komme auf die andere wieder zurück, die eigentlich nochmal sehr gut klar macht, was Wissen eigentlich ist. Im Englischen reden wir oft über das Thema Wissen mit den drei Worten. Knowledge is justified true belief. Das heißt, wie entsteht Wissen? Gehen wir einmal davon aus, es gibt eine irgendwie geartete Realität, ein Objekt, was wir beobachten. Wir beobachten das mit unseren Sinnesorganen und wir haben bereits eine Hypothese oder vielleicht noch keine Hypothese, Glauben, wie sich Dinge verhalten werden. Und jetzt entsteht, indem wir diese Realität beobachten und sie mit unseren Arbeitshypothesen in Bezug setzen. Also das kleine Kind, das den heißen Ofen angreift, es noch nie getan hat, hat bisher keine Arbeitshypothese dazu, aber nach seinem ersten Mal wird es wissen, okay, ein heißer Ofen tut weh und wird im Prinzip im nächsten Mal, wenn es einen heißen Ofen sieht, feststellen, ja, okay, heißer Ofen, ich verbrenne mich mit in diesem heißen Ofen. Das heißt, meine Arbeitshypothese, die ich jetzt gebildet habe nach den ersten Schritten, ein heißer Ofen tut weh. Und mein Wissen, das entsteht, ist dann justified true belief. Es ist also verifiziert mit einer gewissen Methode, indem ich dann
aber eine wissenschaftliche, eine empirische Methode ist, mit dem ich dann meine Arbeitshypothesen teste, verifiziere oder falsifiziere. Das ist das, was eigentlich passiert, wenn wir Wissen uns aneignen. Und dieses Aneignen des Wissens ermöglicht es uns einerseits, Dinge zu erklären, Dinge zu verstehen und auch Voraussagen zu machen, wie sich Dinge verhalten werden. Also zum Beispiel, wenn ich an den heißen Ofen greife, werde ich mir die Finger verbrennen, wenn ich dies in dieser Art und Weise tue. Also, das bedeutet aber auch klar, und dazu kommt auch dann die ganze Diskussion, was ist Wissen, was ist wahr, was ist falsch. Ich brauche akzeptierte Methoden, meine Hypothesen zu testen. Zum Beispiel, ich muss eine wissenschaftliche Methode akzeptieren. Wenn Herr Trump die wissenschaftliche Methode nicht akzeptiert oder wenn die Corona-Leugner oder alle möglichen anderen dubiosen Gruppen jetzt Dinge leugnen, die mit der wissenschaftlichen Methode bewiesen wurden, dann kann das für sie durchaus in ihrem Kontext stimmig sein, weil sie nämlich im Prinzip die wissenschaftliche Methodik ablehnen, die man hat, um jetzt ein Sachverhalt zu verifizieren. Und wie ich Dinge beobachte, hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf und was ich beobachte auf das Wissen, was ich generiere. Also Knowledge Justified True Belief ist ein Prozess der individuellen Aneignung von Informationen und damit diese Informationen in ihrem Kontext für Sie, für sich, für eine Person selbst verifizieren oder falsifizieren. Das vereinfacht man, indem man in der akademischen Community entsprechende Regeln aufgestellt hat, sodass man sagt, wenn nach einem gewissen Verfahren Dinge dann entsprechend verifiziert oder falsifiziert sind, geht es ein in das Wissen, unser Arbeitswissen, was wir haben in der Organisation. Und dieses Wissen, wenn wir hier gleich bleiben, hat natürlich auch eine emotionale Komponente. Also wenn Sie sich verbrennen, dann merken Sie sich das sehr stark, weil nämlich das Verbrennen einen Schmerz erzeugt. Und ein Schmerz, den es erzeugt, der in Ihrem Kopf erzeugt wird, hat eine hohe emotionale Komponente und Sie werden das nie vergessen in der Thematik. Also von daher ist es dort nicht nur Wissen, was Sie in einem Buch beschreiben können, indem Sie sagen, wenn du einen heißen Ofen berührst, wirst du dich verbrennen, sondern es gibt sogenanntes implizites Wissen, Erfahrungswissen, das Sie in Ihrer Zeit des ständigen Beobachtens Ihrer Umgebung gesammelt haben, indem Sie sagen, das kannst du machen, das darfst du machen. Und die unterschiedlichen Wahrnehmungen führen im Prinzip zu unterschiedlichen Wahrnehmungen der Situation und unterschiedlichen Aneignungen. Also es gibt keine zwei Menschen auf der Welt, die das gleiche Wissen haben. Dieser Prozess, um es nur jetzt nochmal schon kurz zu sagen, bevor wir ein Stück weitergehen, findet natürlich auch in Systemen der künstlichen Intelligenz und Assistenzsystemen statt. Also diese Assistenzsysteme, je nachdem, welche Art sie haben, ob das ihr Navi ist oder ob das ein Flugassistenzsystem ist oder ob das ein System ist, was einen Arzt beim Operieren unterstützt, geht von gewissen Regeln auf, Belief, Hypothesen aus. Diese Hypothesen werden an der Realität getestet und Sie haben entsprechende Sensoren, mit denen Sie die Realität wahrnehmen, gewisse Dinge nicht wahrnehmen. Also die Hypothese getestet, das, was ich als Schatten sehe, wenn Sie ein selbstfahrendes System haben, das ist eine Person. Diese Hypothese testen Sie. Hoffentlich kommen Sie dazu, auch diese Hypothese so festzustellen, dass diese Hypothese dann wahr ist und nicht zu sagen, naja, ist keine Person, ich kann weiterfahren, und was hat doch eine Person? Das wäre natürlich fatal in der Thematik. Also die Systeme künstlicher Intelligenz arbeiten in vielen Bereichen ähnlich wie wir als Menschen, indem sie hier aus Daten, die sie hier aus durch die Perzeption kriegen, Informationen generieren, die sie dann entsprechend verifizieren oder falsifizieren und haben dann sozusagen ein Arbeitswissen in einer sehr kleinen Domäne, aber die sie entsprechend hier nutzen in der Thematik. Jetzt ist schon die Frage des Nutzens des Wissens. Ich habe gesagt, Sie haben Wissen, was Sie nutzen. Wissen zu haben heißt noch nicht, dass Sie dieses Wissen auch jetzt hier dann auch anwenden. Gehen wir mal gleich wieder ein Stück weiter. Wir waren hier auf der Stube des Wissens. Das heißt, Sie haben jetzt Dinge verstanden, Sie können Dinge erklären, Sie können Dinge voraussagen, aber Sie müssen im nächsten Schritt, um einen Wert zu schaffen, dieses Wissen anwenden. Das heißt, Sie müssen handeln und nur indem Sie handeln. Handeln kann aber auch Denken sein, Handeln kann physisches Handeln sein. Und indem Sie sozusagen Ihre Hypothesen, Ihr Wissen aktiv testen, schaffen Sie Wert für andere oder für sich. Diese Anwendung
bedeutet auch, setzt voraus, dass Sie eine Motivation haben. Wir können auch oft sagen, wollen und dürfen. Sie wollen Ihr Wissen anwenden, aber Sie dürfen es auch anwenden. Auch hier sehen Sie vielfach, dass Wissen in Organisationen vorhanden ist, dass aber die Menschen nicht nach diesem Wissen handeln, weil es da vielleicht die ungeschriebenen Regeln gibt, gewisse Dinge nicht zu tun, anders zu tun oder ähnliches. Also das Thema VW und Dieselkrise ist ein sehr schönes Beispiel zwischen der Divergenz von Wissen und Handeln. Ein Kunde bezahlt Sie aber nicht dafür, dass Sie etwas tun. Genauso wie ein Fußballer nicht dafür bezahlt wird, dass er nur viel läuft. Sondern wofür wird der Fußballer bezahlt? Dass er Tore schießt oder dass er Tore verhindert. Das heißt, dass er oder sie aus einem großen Handlungsrepertoire das Richtige im richtigen Moment tun. Das ist Kompetenz. Kompetenz ist also die Fähigkeit, die Disposition, das Wissen in einem Kontext so anzuwenden, dass es den Anforderungen entspricht. Und diese Anforderungen können von Ihnen selbst gestellt werden, diese Anforderungen können aber auch Kundenanforderungen sein. Das heißt, Kompetenz bedeutet immer wieder, ist momentan das zu tun, was Sie entsprechend hier an Repertoire haben in der richtigen Situation. Also ein Kundenbedürfnis erkennen und im Prinzip aus meinen Möglichkeiten hier das richtige Kundengespräch zu führen, das richtige Produkt anzubieten in der Thematik. Kompetenz selbst können Sie gar nicht messen, sondern wir schließen auf Kompetenz durch Ihr Handeln. Und wir nennen das Ergebnis dieses Handelns die sogenannte Performance, Performance im Englischen. Das heißt, Sie messen daran, ob Sie jetzt in der Lage sind, ein Problem zu lösen, ob sie in der Lage sind, im Team zu arbeiten, dann sagen sie, ja, diese Person hat Teamkompetenz oder sie hat Führungskompetenz. Führungskompetenz setzt natürlich zum Beispiel sehr, sehr viele Aspekte hinaus, aber sie messen im Prinzip die Führungskompetenz am Handeln. Von daher unterscheidet sich natürlich Wissen und Kompetenz, denn sie können sehr viel wissen, ohne zu handeln. Aber sie können nicht kompetent sein, ohne dass sie gehandelt haben. Das bedeutet natürlich auch dann entsprechend Feedback zu bekommen, was richtig handeln ist. Das passiert in Erziehungsprozessen, das passiert in Lernprozessen, in Seminaren. Die Unternehmenskultur ist ein prägender Faktor, der Ihnen sagt, was ist jetzt richtig und was ist falsch. VW Dieselskandal lässt grüßen. Nun gehen wir einen Schritt weiter und sagen, diese Kompetenz schafft sozusagen Wert für Sie oder für Ihren Kunden. Aber diese Art von Kompetenz können viele Personen, viele Unternehmen, Organisationen haben. Jetzt geht es doch darum, diese Kompetenz oder Kompetenzen, ihr Können, einzigartig zu gestalten, besser als andere zu sein. Das bedeutet, sie müssen Kompetenzen haben, die andere nicht haben. Kombinationen von Kompetenzen haben, über die sie verfügen, die andere nicht haben. Um zum Beispiel sich gegenüber anderen Bewerber am Stellenmarkt durchzusetzen. Um als Unternehmen im Wettbewerb zu bestehen. Und daraus entsteht dann, wenn Sie ein Unternehmen, eine Organisation sind, die im Wettbewerb sind, die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn Sie eine öffentliche Institution sind, geht es dann darum, Ihr Mandat, Ihre Zielsetzung zu erfüllen. Das heißt, Sie haben ein Set von unterschiedlichen Kompetenzen, das es Ihnen ermöglicht, das zu erreichen, einzigartig zu sein bzw. Ihr Ziel zu verfolgen. Jetzt haben wir, frage ich gerne im Seminar, passt jetzt gerade nicht. Sie können ja im Chat schon mal was schreiben dazu, was eigentlich die wichtigste Stufe dieser Wissenstreppe ist. Also Sie haben hier verschiedene Stufen und Sie sehen, wir haben eigentlich so drei wichtige Elemente, das Auszeichnen Informationen zu machen, den Rohstoff, diesen Rohstoff zu verarbeiten durch Wissen und Handeln und durch diese Verarbeitung dieses Rohstoffs hier im Prinzip einzigartige Leistungen zu erbringen, die von anderen entsprechend auch honoriert werden. Meine rhetorische Frage, was wir hier sehen, ist eher im Prinzip ein Kontinuum. Ich habe die Wissenstreppe aufgebaut, also 1998, gibt es die erste Version der Wissenstreppe, weil ich sagen will, damit zeigen will, wissensorientierte Unternehmensführung, wissensorientierte Wertschöpfung, bedeutet, das gesamte Kontinuum hier zu gestalten. Wenn eine Stufe fehlt, werden Sie, und nicht gut ausgebildet ist, werden Sie stolpern. Wenn Sie das Wissen haben, aber mit diesem Wissen Ihre Leute nicht zum Handeln kriegen, hilft das gar nichts. Wenn Sie handeln, aber nicht verstehen, was Ihre Kunden wollen,
dann hilft Ihnen das auch nicht. Also das heißt, Sie müssen, und wenn Sie im Prinzip handeln aufgrund von falschen oder ungenauen Informationen, ist es auch im Prinzip hier wieder keine Wertschöpfung, die jetzt für die jetzt entsprechend Geld bezahlt wird. Nehmen wir dann dieses Modell, dann lässt sich dieses Modell und der Treppe auch weiter bearbeiten und anschauen. Wir können diese und daraus Handlungsfelder ableiten. Also die Frage jetzt, was bedeutet für uns, wenn wir konkret Wissen in Organisationen managen, mit Wissen umgehen wollen, was bedeutet und Organisationen führen wollen, was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass wir uns einmal klar werden müssen. Und hier gehen wir die Treppe von oben nach unten runter und fragen, was sind eigentlich die Kompetenzen, die uns einzigartig machen? Also was macht uns als Organisation, als Abteilung, als Team einzigartig? Und was sind die Treiber der Wettbewerbsfähigkeit? Und wenn Sie die wissen und kennen, in einem Strategieprozess zum Beispiel, dann wäre daraus die sogenannten Wissens- und Kompetenzziele abzuleiten, wäre daraus abzuleiten, fragen, welche Kompetenzen müssen wir denn aufbauen? Also zum Beispiel Kompetenzen der Digitalisierung, Kompetenzen, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren und ähnliche weitere Dinge. Und diese Diskussion können Sie sowohl auf Ebene einer Organisation machen, aber auch auf Ebene Ihrer Teile, zum Beispiel Abteilungen, Teams oder einzelnen Mitarbeitern. Und dann zu fragen, um diese Kompetenzen zu erwerben, um die Kompetenz zum Beispiel zur digitalen Wandel zu haben, um zum Thema die Kompetenz haben, zu einer Digital Customer Journey oder was auch immer wir haben, dann ist die Frage, was brauchen wir für Wissen dafür? Wofür müssen wir Ahnung haben? Und wie müssen wir uns organisieren, dass dieses Wissen entsprechend auch umgesetzt wird? Müssen wir jetzt Teams mehr Freiheiten geben, dass sie sehr schnell neue Konzepte ausprobieren können? Wollen wir projektorientiert an solche neuen Dingen hereingehen? Und die Frage ist, wie entwickelt sich denn der Markt? Wie sind die welche Informationen brauchen wir, damit wir am Ende auch entscheiden können, ob das, was wir vorhaben, sich jetzt auch entsprechend rentiert und auch zielführend ist? Also Sie sehen, Sie gehen die Wissenstreppe in strategischen Sicht von oben nach unten durch und Sie haben dann die operative Sicht, wo Sie dann fragen, so okay, was müssen wir denn machen, um ein vernünftiges Informations- und Datenmanagement in der Organisation zu haben? Die zweite Frage, wie müssen wir denn unsere Organisation entwickeln, aufbauen, aufstellen, Human Resource Management entwickeln, Mitarbeiterentwicklung, wie müssen wir die aufbauen, wie müssen wir denn lernen, damit wir sehr schnell in der Lage sind, unsere Weiterbildung organisieren, hier entsprechend Wissen und Handels zu kommen und dann die strategische Dimension auch aus dem Operativen heraus. Wie sieht denn unser Strategieprozess im Unternehmen aus? Haben wir einen vernünftigen Strategieprozess, der Leute einbezieht, die unterschiedlichen Sichten lehrt und der klar klärt auch, welche Kompetenzen benötigen wir? Sie sehen also, die Wissenstreppe hat hier durchaus ihre Berechtigung, indem man auch klare Handlungsanleitungen ableiten kann. Ich komme aber nachher auch da nochmal dazu. Das hatte ich Ihnen schon gesagt. Ich gehe ein bisschen weiter. Ich hatte Ihnen auch schon gesagt, wenn wir über Wissen reden, das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Sie werden wahrscheinlich im MOOC auch irgendwann nochmal das Modell von Nonaka und Takeuchi sich anschauen, die Wissensspirale, wo es um die Transfer von explizitem und implizitem Wissen geht. Das will ich deswegen nicht weiter vertiefen. Aber ein ganz großer Teil dieses Wissens, was Sie haben, ist sogenanntes implizites Wissen, tacit knowledge, das Ihnen zum Teil gar nicht bewusst ist, das sehr tief in Ihrer Kultur, in Ihren Werten verankert ist und schwer transferierbar und imitierbar ist. Und vielleicht noch zwei Bemerkungen. Ich höre immer sehr gerne, die Leute sagen, wir haben eine Wissensdatenbank. Wenn Sie die Wissenstreppe sehen, dann ist Ihnen vollkommen klar, eine Wissensdatenbank gibt es nicht. Ja, Datenbank sind Daten. Und um diese Daten intelligent zu interpretieren, müssen Sie Leute haben, die entsprechend auch aus den Daten was rausziehen können. Also Wissensdatenbanken gibt es nicht. Und es gibt im strengen Sinne auch keinen Wissenstransfer. Also die Thematik, dass ich mein Wissen jemandem anderen geben kann, so einfach funktioniert das nicht. Das, was ich jetzt im Moment tue, ist im Prinzip auch kein Wissenstransfer, sondern was ich tue ist, ich gebe Ihnen Informationen. Diese Informationen verdauen Sie mit dem, was Sie bisher haben, integrieren Sie in Ihr Wissen und was dabei herauskommt, das weiß ich nicht. Das kann ich dann höchstens sehen, wenn ich Fragen stelle und ob das herauskommt, was ich mir vorgestellt habe. Aber Sie verdauen das Wissen selbst und ich gebe Ihnen Informationen weiter. Und dazu kommen viele Missverständnisse, weil viele Leute meinen, man könnte das Wissen so
sehr einfach transferieren. Ich habe ja sehr lange Jahre überall in der Welt als UN-Beamter gearbeitet und in Entwicklungsprojekten gearbeitet. Da ist mir vollkommen klar geworden, dass es den einfachen Wissenstransfer nicht gibt. Also wie kann ich einem peruanischen Bauer das deutsche Effizienzethos beibringen, damit er seine Produktivität steigert? Also da sieht man schon, da sind Welten dazwischen. Da kann ich nicht nur Wissen transferieren über Organisationen, sondern da muss ich verstehen, was auch das implizite Wissen dieser Menschen ist. Und ihnen die Möglichkeit geben, sich die Dinge anzueignen. Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen weiter praktisch anschauen, dann ist die Frage, was bedeutet das konkret für das Wissensmanagement? Und hier habe ich einmal, die ich sehr gerne, eine Zusammenstellung, die ich so gerne in Unternehmensworkshops brauche, sage, wir reden eigentlich über drei Stufen. Wir reden über Informationen, über Wissen und Kompetenz. Und was sind jetzt eigentlich so die operativen Aufgaben, neben der strategischen Aufgabe, die wir erwähnt haben, welche Kompetenzen brauchen wir und wo wollen wir hin? Die operativen Aufgaben des Umgangs mit Wissens, des Wissensmanagements sind eigentlich drei. Als erstes einmal Transparenz schaffen. Transparenz über die Informationen. Also wo finde ich denn welche Informationen? Wie sieht die Navigation im Intranet zum Beispiel aus? Wissen, wer weiß was, wen kann ich ansprechen? Oder Kompetenz, wer kann was, wen kann ich entsprechend nutzen? Welches Wissen kann ich nutzen, um ein Projekt zu besetzen in der Thematik? Also das ist die erste Sparte dieser Disziplin. Die zweite Sparte ist dann, dies auch verfügbar zu machen. Also wenn ich weiß, welche Informationen ich finde, wo ich sie finde, dann muss ich aber auch diese Informationen möglichst aufbereiten. Im Moment wird sehr viel vom Kuratieren von Wissen geredet. Also das Google-Prinzip, möglichst viel Schrott zu finden, hilft in den Unternehmen nicht, sondern sie brauchen möglichst wenige gesicherte Informationen, mit denen sie arbeiten und möglichst auch nutzerspezifisch aufgearbeitet. Das heißt, auch das Thema Wissen kontextbezogen aufzubereichen. Ein Podcast, ein Video ist eine wesentlich reichere Quelle als zum Beispiel eine schriftliche Bedienungsanleitung oder eine schriftliche Prozessbeschreibung. Kompetenz können Sie verfügbar machen, indem Sie von der Kompetenz anderer profitieren können, durch Beratung, Coaching oder Mentoring. Aber Sie können die Kompetenz sozusagen nicht einfach weitergeben, indem Sie einen Löffel Kompetenz essen. Und die dritte Aufgabenbereich ist es dann das Austauschen und Lernen. Also Sie wissen, wo finde ich was? Sie können in den Inhalt einsteigen und im nächsten Schritt können Sie das Informationen, Wissen, Kompetenz austauschen und lernen. Und man kann sich fragen, wie füllen Sie diese neuen Felder in Ihrer Organisation? Ich habe mal so ein paar Beispiele hineingefügt, die man nutzen kann an Methoden und Ansätzen. Also ich nehme es eher gerne als Checkliste, indem man sich mal schaut, wo sind wir denn besonders gut und wo haben wir denn Schwachpunkte in der Organisation? Also Sie sehen auch hier eine weitere Anwendung der Wissenstreppe. Was Sie auch machen können, das können Sie jetzt hier kaum lesen, das müssen Sie sich dann mal hochzoomen und in meiner Literatur lesen. Ich habe aus der Wissenstreppe ein Gesamtkonzept Wissensmanagement gebastelt, indem ich hier fünf Komponenten, die Wissen aufgeteilt haben, der Umsetzung des Wissens. Und die nutze ich im Allgemeinen, um eine Review von Wissensmanagement-Ansätzen zu machen. Ein Unternehmen hat sich mit der Thematik längerfristig beschäftigt und wir schauen uns einmal an und sagen, wo steht ihr denn? Was ist denn eigentlich das Thema Wissensstrategie? Habt ihr denn eine? Wie bildet ihr denn die? Welche Maßnahmen? Was ist euer Ziel? Dann die Frage, Komponente Lernen und Kompetenzentwicklung. Was ist das Ziel? Dass die Kompetenzen der Mitarbeiter systematisch evaluiert und die Entwicklung gefördert werden. Welche Methoden wendet ihr? Funktionieren die nicht? Oft haben wir dann am Ende eine Riesenmenge von Post-its nach dem Ampelprinzip Rot, Gelb und Grün und sagen, hier sind wir gut, da sind wir schlecht, da haben wir noch Defizite, da können wir etwas machen, um unser Wissensmanagement in der Organisation weiterzuentwickeln. Kernkomponente ist die wissensorientierte Kultur und Führung, die hier im Prinzip diesen Kernbereich Kompetenz und Handeln abdecken. Hier habe ich auch Ziele formuliert, Maßnahmen und darunter gesetzt haben Sie die Komponente Informationsverfügbarkeit. Komponente Wissen auf der Ebene Wissen habe ich nur die Komponente Wissensidentifikation hier genommen. Da könnte man auch unterschiedlich zuordnen. Also hier ein Ansatz, die Wissenstreppe zu nutzen, das Gesamt als Konzept Wissensmanagement zu sehen, indem man sich nicht nur in Maßnahmen verliert, sondern indem man schaut, wie setze ich Strategie um und passt das Ganze zueinander. Und das ist vielleicht auch gleich ein Stolperstein, eine Gefahr. Es gibt ja sehr, sehr viele Modelle auch zum Thema Wissensmanagement, Wissensorganisation, ISO oder was auch immer. Und die Frage ist, wie gelingt es denen, die einzelnen Maßnahmen miteinander gut zu verzahnen?
Und man sieht es ja, ich war ja auch lang Jury des Preises Wissensmanager des Jahres in Deutschland und Ähnliches. Und dort sieht man auch immer wieder, dass die Leute sagen, ah, wir machen unheimlich viel. Ah, wir haben dies und jenes, wir haben Communities, wir haben Lessons learned, wir haben so und so viele Dinge. Aber die Frage ist, passt das alles, was sie tun, zusammen? Und da ist meine Botschaft heute schon am Anfang des MOOCs, weniger ist mehr und es muss, das, was sie tun, muss gut zusammenpassen. Also was ist Ihre Strategie? Welche Kompetenzen wollen Sie entwickeln? Konzentrieren Sie sich auf die A-Kompetenzen nach der ABC-Analyse, auf das Wissen, was wirklich relevant ist, was Sie einzigartig macht. Das sind Dinge, auf die Sie sich konzentrieren sollten. Und da erlebe ich viel Verwirrung in den Organisationen und Unternehmen. Also auch hier eine Einladung, sich das mal anzuschauen. Und ich stelle auch meine Folien getrennt nochmal zu MOOC zur Verfügung, sodass Sie also auch hier sich das runterladen können, größer machen können oder sonst etwas, haben Sie das zur Verfügung. Also wir teilen zumindest die Informationen. Das Wissen müssen Sie sich selbst daraus machen. Jetzt war so die Frage, ja, was bedeutet denn das Ganze, wenn wir jetzt in die Digitalisierung einsteigen und nicht nur um das menschliche Wissen reden, sondern über Systeme reden, die mehr und mehr intelligent werden und ähnlich wie der Mensch versuchen, hier die Wissenstreppe aufzusteigen. Ich habe hier mal, das Bild soll Sie nicht erschrecken, mal so einzelne technologische Ansätze zusammengestellt unterhalb der Wissenstreppe und oberhalb der Dimension Mensch und Organisation. Wir reden ja oft von Mensch, Organisation und Technik, wenn wir Wissen managen, indem wir sagen, okay, fangen wir doch mal an hier mit Symbolen und Daten. Maschinen mittlerweile haben sehr elaborierte Sensorik. Also Gesichtserkennung. Sie können Menschen mit der Sensorik, können Sie aus den Daten Informationen über Personen generieren und Sie können das auch in den Kontext setzen, was diese Personen bereits getan haben. Und Sie können dann Profiling betreiben oder Ähnliches mit Riesenmengen von Daten, die Sie als Mensch gar nicht tun könnten. Also hier kann schon sehr, sehr viel, gerade große Menge von Daten, können Systeme viel besser bewältigen, als wir das als Menschen bereits können und können auch in der Wissenstreppe hier ein Stück weiter oben gehen. Handeln tun Sie noch nicht. Das heißt, im Allgemeinen machen Sie vielleicht Handlungsvorschläge, Medical Information Systems, also über die Medikation von Patienten oder Ähnlichem, aber es braucht immer noch Menschen, die entsprechend dies tun. Manchmal handeln die Systeme auch und dann kann das tödlich sein, wie Sie zum Beispiel bei Boeing Max gesehen haben. Ich habe diesen Fall ein bisschen näher analysiert, indem man zeigt, wenn ein zum Beispiel Flight Assistance System zu automatisch handelt, ohne dass die Handelnden wissen, wie das System funktioniert, dann kann das natürlich zu großen, schlimmen Konsequenzen führen. Also das heißt, wir haben eine neue Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine. Aber grundsätzlich sehen wir, dass diese Art und Weise des Entwickeln, auch das Entwickeln von Kompetenz, indem sie mehrfach Feedback bekommen und richtig handeln, kann auch von Maschinen passieren, Maschinen und Anlagen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein System haben, was einen Arzt beim Operieren unterstützt, dann bekommt das vom Arzt Feedback, lernt mit dem Arzt gemeinsam Operationen durchzuführen und wird Stück für Stück kompetenter, genauso wie Übersetzungsprogramm kompetenter wird, je mehr Sie mit ihm arbeiten und ihm Feedback geben, dem System, was jetzt richtig oder falsch ist in der Thematik. Was diese Systeme auszeichnet, die hier lernen entlang der Wissenstreppe, ist im Allgemeinen, dass sie für eine sehr kleine Domäne nur zuverlässig sind. Wir als Menschen zeichnen uns dadurch aus, dass wir eine sehr große, breite Anwendungsdomänenpraxis haben, die wir aber im Prinzip dann in der Tiefe nicht in all den Bereichen so tief gestalten können, wie das zum Beispiel einzelne spezialisierte Systeme können, die sehr große Mengen von Daten verarbeiten können, was das angeht. Also das heißt, die Frage, die sich jetzt stellt für den Umgang mit Wissen, ist die Frage, wie organisieren wir das gemeinsame Lernen von Mensch und Maschine? Wie versuchen wir, miteinander zu agieren? Und dazu gibt es eine Reihe von Theorien. Ich will jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, weil das ein breites, großes Feld öffnet. Wir reden über Konzepte von Collaborative Intelligence oder Augmented Intelligence. Und hier ist auch so die große Frage, was braucht es denn? Wozu braucht es Menschen? Und da sehen Sie schon, das sind typische Aufgaben des Umgangs mit Wissen. Menschen, Experten, um Maschinen zu trainieren. Das ist die klassische künstliche Intelligenz. Sie bilden Ontologien, sie bauen Systeme auf, sie haben Experten. Ärzte trainieren zum Beispiel Clinical Decision Systems. Sie trainieren Maschinen und sie trainieren Roboter oder was auch immer, die dann Stück für Stück immer mehr in der Lage sind, so zu agieren, wie sie das möchten. Das funktioniert zum Beispiel im autonomen Fahren ganz ähnlich.
Der Wissensmanager der Zukunft wird immer mehr einer sein oder eine sein, die erklärt, wie eine Maschine, wie ein Roboter, wie ein Assistenzsystem handelt, um dann daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Team ist. Sie haben einen Roboter, es gibt eine Reihe von Forschungsprojekten, die sich damit beschäftigen, wie arbeiten Sie mit einem Roboter im Team zusammen? Also der immer sozusagen immer menschlicher wird. Wie funktioniert das zum Beispiel im Banking oder in ähnlichen Bereichen? Und die dritte Thematik, es geht auch um die Frage, wie gehen wir denn mit dem Wissen um und der Nutzung dieser Systeme um? Also was heißt denn verantwortliche Nutzung von solchen Assistenzsystemen, denen wir sehr viele Dinge überlassen? Denn was wir tun, ist ja, wir kodifizieren zum Teil unser Wissen. Aus diesem kodifizierten Wissen entstehen Regeln, nach denen diese Systeme handeln. Und je nachdem, wie diese Regeln aufgebaut sind, werden sie natürlich auch das Handeln prägen. Die große Frage zum Beispiel Personalauswahl. Welche Regeln stehen dahinter? Wen wählen wir aus? Welche Hauptfarbe, welche von einem Namen kann schon auf eine Person zurückgeschlossen werden und ähnliches? Werden dort sozusagen unsere Vorurteile nochmal repliziert? Können wir sie loswerden oder ähnliches? Auf der anderen Seite haben wir natürlich das schon. Ein Operationssystem kann einen Arzt unterstützen, indem es sein Zittern ausblendet, es ihm Informationen einspielt, die er nicht hat, die Möglichkeit, mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten, Teamoperationen zu machen und das natürlich auch die Fragen, die diese eher einfache Arbeiten und Ähnliches zu übernehmen. Aber Sie sehen schon, in welche Richtung auch der Umgang mit Wissen und Lernen geht. Es wird zunehmend mehr die Frage gestellt werden, ob Maschinen und wenn ich Maschine sage, sind das Algorithmen und Ähnliches mit Menschen und wie sie miteinander lernen und wie wir diese Algorithmen nutzen, zum Beispiel auch Wissen zu systematisieren und in Regeln zu standardisieren, zu kodifizieren. Und dazu komme ich jetzt zu meinem letzten Teil, in dem ich nochmal frage, ja, was bedeutet denn das eigentlich für das Wissensmanagement, den Umgang von Wissen in den Organisationen der Zukunft? Und ich möchte hier ein doch schon relativ, altes Bild Konzept nutzen, was aber immer noch eins der grundlegenden Modelle des organisationalen Lernens ist, das Modell von Gyris und Schön, die drei Ebenen des Lernens. Vielleicht haben viele von Ihnen schon davon gehört. Wir reden über Single Loop Learning. Was ist Single Loop Learning? Das ist das, was ich vom Kind vorher beschrieben habe. Sie tun etwas, sie greifen an den heißen Ofen, sie haben ein Ergebnis, sie verbrennen sich und sie haben im Prinzip ihr Lernergebnis, ich habe mich verbrannt. Double Loop Learning wäre dann darüber zu reflektieren, was kann denn noch alles heiß sein und wo könnte ich mich denn noch verbrennen, beziehungsweise Strategie entwickeln, wie ich an den Ofen greifen kann und dort mich trotzdem nicht verbrenne. Also im Prinzip über diese Aktionen reflektiere und daraus lerne, Dinge anders, besser, verändert zu machen. Und Triple Loop Learning wäre dann die Frage, in der ich mir Gedanken mache, wie lerne ich denn hier? Also, wie lernt ein Kind, dass ein heißer Ofen heiß ist? Und wie lernt ein Kind, Strategien zu entwickeln, sich am heißen Ofen nicht zu verbrennen, wenn man das jetzt mal so einfach sagen würde? Also wir haben die erste Ebene, ich tue und lerne. Ich reflektiere meine Ergebnisse von den Dingen, die ich gelernt habe. Und das dritte, ich überlege, was sind die besten Wege, die beste Art und Weise zu lernen, um hier entsprechend in Zukunft möglichst gut durchzukommen und zu lernen. Also und dieses Modell der Single, Double and Triple Loop Learning möchte ich jetzt auf das Wissensmanagement anwenden. Da steht relativ viel Text, den möchte ich Ihnen nicht jetzt alles vorlesen, das können Sie nachher tun. Es gibt auch einen Aufsatz von Ronald Mayer und mir in der Zeitschrift Industrie 4.0 oder Industriemanagement 4.0. Es gibt einen anderen in HMD zum Thema Wissensmanagement im digitalen Wandel. Also es gibt einiges, wo Sie noch mehr nachlesen können, wenn Sie das wollen. Aber es gibt eigentlich so ein paar Punkte, die ich ganz kurz herausarbeiten muss. Erste Thematik ist, wenn wir sozusagen Single-Loop-Wissensmanagement, das sind für mich so die operativen Lern- und Wissensdienste, da geht es im ersten Schritt mal um aktuelles, handlungsrelevantes Wissen rasch, mobil auch verfügbar zu machen. Das heißt, Sie müssen denjenigen, die Wissen an Informationen und Wissen am Arbeitsplatz in gewissen Situationen brauchen, dieses möglichst nutzerorientiert, personalisiert, aufbereitet zur Verfügung stellen. Sie werden wie ein Kurator von Ausstellungen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Sales Excellence Team von Siemens Energy in Erlangen. Das sind Leute, die bereiten die Informationen zu den Produkten entsprechend auf,
Projekterfahrungen, alles entsprechend zusammengestellt, Lernnuggets, um die entsprechenden Produkte zu kennen, sodass ein Verkäufer, egal wo er auf der Welt ist, mit seinem mobilen Endgerät all die Informationen hat, die er braucht, um ein Produkt zu verkaufen. Das sind ganz wichtige Dinge. Kuratieren, also aufbereiten, auch hier weniger ist mehr. Kann ich Ihnen viele Projekte erzählen dazu, wo wir mit dafür sehr erfolgreich wären, indem wir das, was wir brauchen, möglichst gut aufbereitet haben und wesentlich und möglichst wenig, aber das Wichtige zur Verfügung gestellt haben. Das Zweite ist Lernen. Wissen bedeutet immer mehr dieses Nicht-Wissen im Vorfeld aufbauen und es dann als Tiefkühlkost abzurufen, so wie unsere Bildungssysteme großenteils noch funktionieren, sondern bedarfsgerechtet lernen in der Interaktion von Mensch und Maschine. Also möglichst im Moment. Also mit Augmented Reality mir einen QR-Code scannen einer Maschine und Anlage und dort im Prinzip mir die Dinge abrufen, die ich brauche. Sei es Instandhaltungsinformationen, sei es Informationen zur Bedienung oder Ähnliches in der Thematik. Also dieses sehr bedarfsgerechte Lernen ganz kurzfristig. Oder ich bin als Arzt in der Operation, ich brauche kurz eine Information, kriege die 3D eingespielt oder Ähnliches. Und das dritte Thematik ist, wenn wir gerade über Industrie 4.0 und ähnliche Dinge reden, reden wir immer mehr über Wissen über Organisationsgrenzen hinweg. Wissen über Wertschöpfungsketten. Das heißt, es geht nicht nur darum, das Wissen in meiner Abteilung, in meinem Team, in meiner Organisation zu managen, sondern es geht vielmehr in Wertschöpfungsketten zu denken und zu sagen, okay, was brauchen wir in der nächsten Stufe? Was müssen die wissen, damit wir im Prinzip in unserer Wertschöpfungsebene auch entsprechend arbeiten können? Das wären sozusagen so die wichtigsten Schritte des operativen Lern- und Wissensmanagement Single Loop. Double Loop, die zweite Schritt, also dass eher das Wissen und Erfahrungen reflektieren, geht es darum, dieses zu überprüfen, was ist kritisches Wissen, was sind kritische Kompetenzen. All dieses Thema, die Frage, was brauchen wir? Technology Roadmaps oder ähnliche können dort helfen. Was ist jetzt zukünftig kritische Kompetenzen für uns, die uns unsere Alleinstellung ermöglichen oder die wir wissen müssen, um nicht zu verschwinden? Wie können wir dieses kritische Wissen aufbauen? Haben wir das bereits in der Organisation? Also das Reflektieren über das Wissen, was wir haben und ob es richtig ist. Und das auch Erfahrungen zum Beispiel hier mit Industrie 4.0 reflektieren und Erfahrungen mit Prozessveränderungen, Transformationen zu ändern. Also hier ist es eher Erfahrungen zu reflektieren, wie wir handeln, als hier, und hier geht es eher um das Wissen und die Kompetenzen. Und das Thema Lern- und Entscheidungsverhalten von Mensch-Maschine-Systemen auch überwachen, reflektieren, wie organisieren wir das zusammen? Wie sieht es aus? Wer übernimmt die Verantwortung für das Handeln? Zum Beispiel, wenn wir jetzt das Boeing-Max-System anschauen. Wer übernimmt die Verantwortung für das Handeln? Im Moment hat das System dem Pilot die Verantwortung aus der Hand genommen, ohne dass der Pilot in der Lage war, wirklich jetzt das Steuer wieder zu übernehmen. Also diese Dimension des Reflektierens über Wissen und über Handeln. Und die dritte Dimension wäre dann die Frage, wie müssen wir unser Wissensmanagementsystem, unsere Organisation gestalten, hinterfragen und deren Wirksamkeit überprüfen. Also ein Beispiel herausgegriffen, wie lernen wir? Lernen wir eher projektorientiert? Wie wird unsere zukünftige Aus- und Weiterbildung aussehen? Wie müssen wir die strukturieren? Wie wollen wir zum Beispiel das Wissen, was wir haben, systematisieren und standardisieren? Ja, es gibt ja sehr viele Dinge, die bereits zur Verfügung sind. Das kann ein weitgehend automatisierter Prozess in vielen Bereichen sein. Welche neuen Formen der Kompetenzentwicklung haben wir? Also diese dritte Ebene, die uns die Frage stellt, wie müssen wir Wissen, Kompetenz entwickeln, wollen wir das in der Organisation? Und das in Zusammenhang vielfach mit Mensch und dem entsprechenden Algorithmen, die wir dort haben. Sie haben mir eine Dreiviertelstunde gegeben. Ich glaube, ich habe das jetzt genau auf die Minute eingehalten. Das ist das, was ich Ihnen jetzt hier so sagen wollte. Und vielleicht als allerletzte Folie nochmal, es wird immer gerne der Begriff Wissen 4.0 erwähnt, wie ich diese Thematik interpretiere. Ich interpretiere das als Phasen der Wissensproduktion und wir haben eigentlich mit dem bewussten, sagen wir mal, Bewirtschaften, bewussten Aufbau von Mitteln im 16. Jahr, 17. Jahrhundert begonnen, die sogenannte Age of Reason, in dem Prinzip die wissenschaftlichen Methoden, das methodische Aneignen von Wissen entwickelt wurde, was dann in der Industriegesellschaft sozusagen in Anwendung hineingezwängt wurde. Und diese Trennung von Wissen und Ausführen, die dann in der industriellen
Revolution durchgeführt wird und es entstand eine Kaste der Wissensproduzenten, zum Beispiel der Ingenieure oder Ärzte, die wir haben, die dann im Prinzip im nächsten Informations- und Wissensgesellschaft hier in eine Akademisierung der Gesellschaft führte, die dann aber auch unterstützt durch solche Artefakte wie Computer, Internet, Artificial und Algorithmen für Routineaufgaben den Weg bereitet haben, hier für das, wo wir jetzt stehen, wo eine Digitalisierung des Alltags und der Wertschöpfung stattfindet und wo alle die Digitalisierung, die Professionen, die Bildung alles durchdringt. Und wir sind ja gerade dabei, indem wir mit Zoom reden, haben wir ein Instrument der Digitalisierung. Und von daher wollte ich sozusagen nochmal abschließen, wenn wir über Wissen 4.0 reden, reden wir über diese Phase, in der wir jetzt beginnen, in der wir uns jetzt erst am Anfang befinden. Wir sind so am Übergang zwischen Wissen 3.0 und Wissen 4.0 in der aktuellen Phase, würde ich sagen. Wenn Sie ein bisschen mehr lesen wollen dazu, jetzt kommt der Reklameblock. Es gibt bei Gabler zu Wissensmanagement für Qualitätsmanager eine sehr einfache, kurzfristige Zusammenfassung zum Thema Wissensmanagement, Wissenstreppe, orientiert an der ISO 9001. Sie haben den Klassiker zur wissensorientierten Unternehmensführung. Sie haben das Thema Kompetenzmanagement in der Praxis, was Sie beim Springer haben. Sie können es auf Englisch lesen und Ähnlichem. Also von daher, Literatur ist genügend vorhanden. Also von daher bin ich jetzt für Fragen offen und wie gesagt, stelle Ihnen die Folien gerne zur Verfügung. Wow, erstmal vielen Dank, Herr Professor Nord. Ja, im Chat sind einige Fragen aufgelaufen, während Sie gesprochen haben. Markus, ich glaube, du hast ein Mikro, dann stell doch vielleicht deine beiden Fragen. Du hast zwei in den Chat geschrieben. Stell doch deine beiden Fragen gleich mal zu Anfang. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Also die erste Frage war zu dem Thema Wissenstreppe. Sie haben ausgeführt, dass letztlich das Handeln mit dem Kriterium des richtigen Handelns zu einer Kompetenz führt. In einem Unternehmen ist es letztlich so, dass das richtige Handeln definiert wird durch die Werte der Unternehmensführung. Und da sehe ich letztlich die Gefahr, dass das ein Hemmnis für eine Qualitätssteigerung oder für eine Veränderung ist. Sie haben das Beispiel von dem Dieselskandal angeführt, Volkswagen. Ich weiß, dass gerade die Firma Volkswagen sehr viel mit Wissensmanagement macht. Von Volkswagen kam 2004 die Initiative mit dieser Wissenskaskade, also der Weitergabe von Wissen der Mitarbeiter. Offensichtlich ist es ja auch erkannt worden, dass der Dieselskandal letztlich zu Resultaten führt, die für das Unternehmen schlecht sind. Aber die Unternehmensführung hat gesagt, wir lassen es trotzdem dabei laufen. Jetzt wäre meine Frage, ist der Wissensmanager nicht letztlich dazu aufgefordert, auch Dinge kritisch zu hinterfragen, weil das richtige oder Falschhandeln letztlich in unserer Wertegesellschaft noch in gewissem Maß von Moral abhängig ist, was ja jetzt nicht unbedingt ein maschinenlesbares Attribut ist. Ja, ich denke, es ist wichtig, wenn Sie die Funktion eines Wissensmanagers haben, je nachdem, wie die Rolle definiert ist, dass Sie reflektieren über das Wissen und über das Handeln in der Organisation. Sie haben also nicht die Aufgabe zu sagen, was richtig ist, sondern Sie haben die Aufgabe, diesen Reflexionsprozess zu unterstützen, dass er passiert und sagt, okay, entspricht das unseren Werten? Wir haben uns Werte und Ziele gegeben. Wie wir handeln, entspricht das unserer Werte und Ziele? Haben wir das Wissen, was wir bräuchten, um unsere Werte und Ziele entsprechend zu erreichen? Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich die interne Sicht. Das richtige Handeln wird am Ende ja dann auch letztlich vom Kunden definiert. Und das zeigt sich ja durch vom Kunden oder von der Administration oder Ähnliches. Das heißt, selbst wenn Sie in Ihrem Unternehmen irgendwie definieren, was richtig ist, heißt das noch lange nicht, dass das gesellschaftlich akzeptiert richtig ist und dass Ihr Kunde das akzeptiert. Und wenn es da eine Divergenz gibt, dann sehen Sie natürlich die Schwierigkeiten, die Sie haben in der Richtung. Also von daher geht es eher darum, dass das Ganze dann auch zusammenpasst, dass wie wir handeln, unsere Werte zum Kontext, in dem wir uns befinden, auch zusammenpasst. Und da gibt es einige Unternehmen, die ja durchaus Schwierigkeiten haben, indem sie so die Burg- und Castle-Mentalität da aufbauen. Markus, beantwortet das deine Frage? Ich würde eventuell gleich dazu nochmal ergänzend das fragen. Das ist ja der Punkt. Wie kriegt man das hin, dass möglichst die Werte und Ziele, die für die Außendarstellung von den Unternehmen verwendet werden, möglichst weitgehend sich in Zukunft mit den Werten und Zielen matchen, die wirklich intern im Unternehmen hier verfolgt werden. Weil ich sehe, dort ist ganz häufig einen sehr großen Gap. Ja, gut. Das heißt, es braucht natürlich eine wahrhaftige Führung. Es braucht eine Führung, die im Prinzip diese Werte auch irgendwie verinnerlicht und sie in ihrem Führungshandeln umsetzt. Und
Das bedeutet natürlich die Frage, wie ist die Führung motiviert? Woran wird sie gemessen? Was ist ihr sozusagen ihr Credo in der Organisation selbst? Und da müssen Sie daran arbeiten in der Organisation. Und es geht immer die Frage, wie gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn Sie im Prinzip Führungskräfte haben, die das nicht leben, dann kriegen Sie es in der Organisation auch nicht umgesetzt. Und oft ist es auch so, und es braucht so einen Reflexionsprozess. Ich bin ja vielen Organisationen auch in so Strategieprozessen und Strategierunden dabei, auf hoher und höchster Ebene. Und da finden solche Dialoge statt. Und die braucht man eigentlich auch. Und es gibt Organisationen, und die braucht man und die muss man generieren. Und dann gibt es vielfach die Diskussion und sagen, okay, unseren Anspruch, setzen wir den eigentlich um? Da gibt es sehr unterschiedliche Dinge, die dann dabei herauskommen in der Thematik. Und es braucht die Bereitschaft, sich zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist insgesamt eine Thematik, wenn wir um das Thema Wissen gehen. Es braucht ständig die Bereitschaft, sich zu hinterfragen, was wir tun, was wir können, wie wir handeln. Ist das konsistent im Einklang mit dem, was wir wirklich auch, was unsere Ziele sind? Und da kennen wir ja, dass die Divergenz zum Teil sehr groß ist. Aber die Bereitschaft, sich zu hinterfragen, braucht es da. Und wenn es sie nicht gibt, passiert natürlich nichts. Gut, danke. So, dann gucke ich jetzt mal auf den Chat. Paolo, du hattest eine ganz philosophische Frage aufgeworfen. Am besten fragst du die mal selber. Ja, also ich hatte eigentlich keine Frage, sondern geantwortet auf diese Input, was der Unterschied zwischen Zeichen und auch Bedeutung ist. Mhm. Sagen wir so, ein Zeichen könnte man so erfassen ohne Bedeutung. Also normalerweise erfassen wir Zeichen, Bedeutung mittels Zeichen. Das heißt, wir erfassen nicht die Temperatur, indem wir einfach so beobachten, die Schrift oder die Zeichen, die aufgemalt sind auf einem Papier, sondern wir verstehen, dass das da, was da aufgemalt auf dem Papier sind, die Grad und die Temperatur. Also es ist nicht, dass es zwei Dinge wären, so wie Äpfel und Birnen. Also einmal da die Zeichen und da die Bedeutung und dann wurden wir einfach so wie eine Treppe von der ersten bis zur dritte gehen. Es ist sozusagen, die dritte baut auf die erste auf, ne? Die dritte Stufe baut auf die erste auf. Aber normalerweise fassen wir die erste nur durch die dritte sozusagen. Also wir unterscheiden das, aber dann, es ist nicht, dass wir einfach so stehen könnten mit den Füßen auf der ersten Stufe und beobachten wir einfach die Zeichen einfach so ohne jeglichen Bezug zur Bedeutung. Dankeschön, vollkommen klar. Sie haben das auch gesagt, Sie gucken sozusagen aus der dritten Stufe zurück, indem Sie nämlich sozusagen den Daten eine Bedeutung gegeben haben. Aber wenn Sie einen Lernprozess haben, wenn Kinder in der Schule lernen zum Beispiel ein Thermometer oder eine Uhr zu lesen, nehmen Sie einmal das, dann haben Sie im Prinzip erst Zeichen oder Sie können auch Symbole weiter sagen. Ich habe hier Zeichen stehen, ich nehme in anderen, im Englischen nenne ich das Symbols und ich würde eher auch auf Symbole gehen, weil es wesentlich weitergeht. Aber Sie müssen diese Symbole interpretieren können, lernen diese Symbole zu interpretieren und das lernen Sie, indem Sie eine Regel lernen, indem Sie Syntax lernen, also indem Sie diese Regeln lernen, indem Sie lernen, wie ein Wort gebildet wird. Und wenn Sie diese Syntax lernen, dann müssen Sie, wenn Sie ein Wort jetzt haben, das sehen Sie manchmal, wenn ein Kind ein Wort liest, ganz langsam, meine Enkelin macht das jetzt, und dann merkt man so, aha, wenn sie das zweimal gelesen hat, dann merkt sie, aha, das heißt dann Haus oder ähnliches. Also man merkt so richtig, wie aus dem der Zeichen, das Zusammensetzen nach den Regeln, dann die Bedeutung im Kopf entwickelt wird in der Thematik. Also das passiert wirklich so in der Realität, beim Menschen, im menschlichen Gehirn, in der Vernetzung. Natürlich nicht in den Stufen, dass da ein Schritt 1 und dann kommt der nächste. Das ist ein Kontinuum. Sie könnten zu diesem Wissenstreppe, könnten Sie immer wieder Feedbackschleifen bilden. Also dann wird das Ganze übersichtlich sozusagen wie mit Draht vernetzen. Aber im Prinzip funktioniert diese Bildung so, wie sie dort beschrieben ist. Genau. Ja, da passt ja jetzt vielleicht deine Frage, Dirk, ganz gut, ne? Wenn wir schon hier jetzt nochmal etwas tiefer in die Wissenstreppe einsteigen oder sie auch ein bisschen hinterfragen. Du hast ja im Chat geschrieben, ob die Blockchain nicht doch nur Information ist. Die war ja jetzt auf der digitalen Wissenstreppe tatsächlich relativ weit oben angesiedelt. Ne? Na, das war jetzt hier, ich war mal ein bisschen uneinig, ob auf dieser Folie, wo die ganzen digitalen Tools dann eingeblendet sind, ob das wirklich eine Zuordnung dann dieser Tools zu der Stufe der Wissenstreppe wirklich hatte, weil dann hätte ich natürlich so eine Blockchain zum Beispiel auf der Ebene der Information eher gesehen
und nicht auf der Seite der Kompetenz. Ja, ja, vollkommen. Das war jetzt. Ja, ja. Wir haben gerade über dieses Thema haben wir öfters diskutiert. Sie können natürlich Blockchain auch auf der Teile von Daten lassen. Also ist die Frage, ob man sie als die Technologie oder ob man sie in der Verwendung, im Verwendungsnachweis sieht. Aber bin ich vollkommen mit Ihnen. Das sind Zuordnungen ungefähr, aber Sie können viele auf unterschiedlichen Ebenen auch zuordnen. Das sind keine Dinge, von denen ich sagen würde, sind jetzt irgendwie in der Richtung gemeißelt. Also Blockchain würde ich wahrscheinlich jetzt auch eher wieder, es gibt aber weiter nach unten ziehen in der Thematik. Also die Frage, was betrachten Sie, ist es die Technologie und Sie schauen dann den Anwendungszusammenhang eher an oder sehen Sie auf der Technologie, auf welcher Ebene stehen Sie? Bin ich mit Ihnen, Herr Wiesch. Was ich noch als Diskussion hatte, das dachte ich, hat Gabriela am Anfang gemeint mit dem Aufsetzen, weil ja, Sie haben ja die Frage gestellt im Vortrag, was ist nun die wichtigste Stufe von dieser Treppe? Und da kam natürlich sofort die Reaktion, das wäre Handeln und Kompetenz. Und da habe ich einfach mal die Frage gestellt, beginnt nicht ein Weg oder mit einem ersten Schritt und die Treppe mit der ersten Stufe, ist nicht die erste Stufe dann das Wichtigste? Ja. Und das ist jetzt ein Punkt, der ist noch ein bisschen offen. Ja, wie gesagt, ist eine rhetorische Frage, weil Sie bei jedem dieser Elemente sagen können, ja, wenn ich diese Frage habe, aber die nächste nicht, oder wenn ich die nächste habe, aber die vorangegangene nicht. Also von daher zeigt sich immer, es ist ein Kontinuum. Und Sie können das ja, und es geht im Prinzip um die Gestaltung des Kontinuums. Und es war auch so meine Antwort auf viele Leute, die mich immer wieder fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Informations-, Wissens- und Kompetenzmanagement? Insbesondere zwischen Wissens- und Kompetenzmanagement wird ja sehr viel versucht hineinzulesen und abzugrenzen, weil Kompetenzmanagement dafür ist HR zuständig, Wissensmanagement ist jemand anders zuständig. Es gibt ja so Leute, die sagen, okay, wenn alles nur Kompetenzmanagement ist, dann nimmt man uns die Arbeit weg. Also solche Diskussionen habe ich auch geführt in Unternehmen. Also von daher ist es aus meiner Sicht ein Kontinuum. Es ist müßig, jetzt hier zu diskutieren über Abgrenzung. Natürlich, wenn ich über Informationsmanagement rede, konzentriere ich mich weitgehend auf die. Es gibt Schwerpunkte. Wenn ich mich auf Wissensmanagement konzentriere, dann ist schon die Frage, konzentriere ich mich nur auf Wissen oder gehe ich eigentlich den Gesamtzusammenhang durch? Kompetenzmanagement ist sicher auf der Ebene anzusiedeln, wie kann ich eine Organisation erreichen, richtig zu handeln. Aber es setzt die anderen Dinge voraus. Also von daher, aus meiner Sicht ist die Diskussion müßig. Es braucht dieses Kontinuum. Und wenn Sie eine Treppenstufe nicht richtig gebaut haben, dann stolpern Sie oder haben Probleme in der Organisation. Das heißt, Ihre wissensorientierte Organisation, Unternehmung zu bauen, heißt, alle Stufen so zu bauen, dass sie solide ausgebildet sind, damit sie das erreichen, was sie erreichen. Ja, jetzt hatten wir ja mit der Blockchain schon so ein bisschen an der Technik gekratzt. Markus, du hattest noch einen Beitrag im Chat zur Rechenleistung von autonomen Systemen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da noch eine Frage deinerseits drinsteckt oder ob das eher ein Kommentar einfach war. Also für Sie, Herr Nord, nochmal, der Markus hatte geschrieben, letztlich ist die Entwicklung von autonomen Systemen von der Rechenleistung abhängig. Ich denke, der Erfahrungsschatz, über den ein Mensch im Laufe von Jahrzehnten erlangt, wird schwer maschinell zu kompensieren sein. Ja, ja, ist von der auf jeden Fall ist er von der Rechenleistung abhängig und von der Domäne, in der ich mich befinde. Also das heißt, es wird und der Frage, wie kann ich dieses Domänenwissen auch kodifizieren, abschließen oder ähnlich. Also das ist die große Thematik, die wir im Moment haben. Also ich kann viel große Rechenleistung haben, aber im Prinzip ist es immer noch im Moment für eine relativ begrenzte Domäne. Die Domäne können breiter werden, aber sie genau das, was Sie sagen, sozusagen das, was Sie als Mensch in Ihrem Leben entwickeln, auch an Intuition und implizitem Wissen, lässt sich sehr, sehr schwer abbilden, was das Ganze angeht. Also von daher, ich kann ein ganz interessantes Buch mal empfehlen, und zwar von dem britischen Autoren McEwan, der im Prinzip Robots Like Us ein Buch geschrieben hat. Das ist hervorragend, in dem im Prinzip sozusagen der Roboter immer menschlicher wird und der auch dann die depressiv wird oder ähnliche Dinge, was aber entsprechend alles programmiert wird und was auch zu ganz schönen Verwirrungen führt, was das Ganze angeht, weil der Mensch ja zunächst mal meint, dass dieses Algorithmus rational handelt, unterstützt und ähnlich und das tut, was man möchte und dass das aber dann nicht funktioniert. Das ist ganz interessant zu sehen. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge. Dann eine letzte Frage von RK. Da weiß ich gar nicht, wer sich dahinter verbirgt. Also RK, magst du deine Frage selbst stellen? Dann lese ich es gerne vor. Welche Störungen können auf der Ebene des Führens mit Zielen und Kompetenzen in Bezug auf WM eintreten, aus der Sicht der Mitarbeiter, Mitarbeiterin betrachtet?
Okay, hört sich relativ sperrig an, welche Störungen. Ich weiß nicht, was Störungen jetzt angeht. Also Zielen mit, wenn Sie sozusagen Kompetenz oder mit Zielvorgaben führen, dann bedeutet das ja, dass Sie im Allgemeinen einen Ansatz haben, dass Sie sagen, die Leute haben die Fähigkeiten, die ihre Ziele zu erreichen, die wir gemeinsam entsprechend vereinbart haben. Und dann muss man den Weg freigeben. Das bedeutet, Führungskraft in dieser Richtung hat, die Mitarbeiter zu unterstützen, dass sie die vereinbarten Ziele auch erreichen können und im Prinzip auch dafür zu sorgen, dass die Kompetenzen aufgebaut werden, die man braucht, um dann entsprechend zu handeln. Das heißt, es bedeutet auch gerade loslassen und dem Mitarbeiter zu vertrauen, dass sie das, was sie tun müssen, auch können, beziehungsweise die Unterstützung geben, dass sie das entsprechend auch entwickeln können. Ich weiß nicht, ob das jetzt gemeint wird, welche Störungen. Also die Thematik ist, Führungskraft greift zu oft ein und lässt die Mitarbeiter und vertraut den Mitarbeitern und dem Wissen und der Kompetenz der Mitarbeiter nicht. Zum Beispiel eine Thematik, die da als Hintergrund stehen könnte. Ich weiß nicht, was gemeint war jetzt. Walter, vielleicht noch eine ganz kurze Frage gerade von Herrn Rettich. Ist das Buch Machines Like Me von Ian McEwan? Machines Like Me, ja, genau. Ja, okay, sehr gut. Ich glaube, es ist Machines Like Me, ja, genau. Ja. Ja, und dann, Like Me oder Machine Like Us oder so etwas, ja, genau. So, ja, dann Dirk, ist noch eine Frage von dir im Chat übrig geblieben. Innovation-Plattformen. Ja, genau, ich hatte mir das noch als Stichpunkt gemacht, weil die Open Innovation-Plattformen mit drin waren bei dieser Weiterentwicklung von diesem Lernen. Und da ist mir aufgefallen, großes Risiko von diesen, von solchen Hackathons oder auch Open Innovation Plattform ist, wenn man dort Kunden und Fremde und Leute mit reinnimmt, dass es immer wieder vom Urschleim losgeht. Dass also teilweise die Leute, die sich schon jetzt mehrfach damit beschäftigt haben, sagen, oh, nicht schon wieder damit. So dafür. Das sehe ich dort als einen der Punkte. Wie geht man damit am besten um? Haben Sie dort schon Erfahrung? Open kann ja auch sein bei Invitation only. Also ich kann mir im Prinzip Leute ein, es kommt darauf an, was ich möchte. Möchte ich sozusagen wieder eine große Gruppe von Leuten haben, die ein Verständnis für gewisse Fragestellungen, Innovationsdinge begehen, oder möchte ich wirklich dann im kleineren Gleis weiter zu diskutieren? Da kann man unterschiedliche Phasen machen. Man kann in der ersten Phase sehr offen sein, kann aber dann im Prinzip diese Plattformen auch entsprechend begrenzen. Open dann auch im Sinne über organisationsübergreifend in der Thematik und aber auch handverlesen unter Umständen. Also das ist ein ganz tricky Bereich. Wir haben uns auch da mit länger beschäftigt und haben so Kundeneinbindungen und ähnlich in Innovationsprozesse untersucht. Da muss man sich sehr genau überlegen, was man will, damit das der Schuss nicht nach hinten losgeht. Gut, danke. RK hat tatsächlich Probleme mit dem Mikro. Jetzt gerade in meinem Chat geschrieben, die Frage bezog sich auf die Perspektive der Mitarbeitenden auf Wissensmanagement. Also wo da Störungen empfunden werden, dann durch die Führung, vermute ich mal. Aber das wäre ja, ich denke mal, sowas, wie Sie sagten, Herr Nord, dass eben die Führung unter Umständen zu stark eingreift, ja, zu wenig Vertrauen auch in die Kompetenz, in das Wissen, die Handlungsfähigkeit der Mitarbeitenden hat. Und vielleicht im nächsten Schritt, das wäre die andere Seite, nicht genügend Ressourcenfreiraum gibt, zum Beispiel auch über Wissen zu reflektieren und Ähnliches. Also sagen, okay, wir betreiben Wissensmanagement. Ja, wichtig. Aber wenn Sie fragen, wie viel Prozent der Zeit wollen Sie Ihren Mitarbeiter für das Thema Wissensreflektieren oder sonst was geben? Und wenn Sie sagen 1%, dann sagen, nee, so eine genaue Zahl wollen wir nicht nennen. Also Sie sollten das tun, aber wir wollen uns nicht festlegen in der Thematik. Auch das gibt es ja auch. Ja, dann habe ich vielleicht noch eine tatsächlich letzte Frage, um nochmal so ein bisschen jetzt auf die Stufen der Wissenstreppe hinzuführen. Wir alle sind ja vielleicht eine Zeit lang jetzt so in Teams und Zoom-Euphorie gewesen, so in unseren diversen Homeoffices. In letzter Zeit liest man verstärkt dann auch etwas kritische Artikel oder eine aktuelle Publikation, Why Zoom Can't Save the World, die sich explizit damit beschäftigt, dass der, also im Englischen eben der Know-how-Transfer, also eher so dieses implizite Wissen, das Erfahrungswissen, dass das eben über diese ganzen Videoconferencings und Collaboration-Plattformen eher ungenügend weitergegeben wird. Wie sehen Sie das denn, Herr Nord, mit der zunehmenden Digitalisierung? Bleibt da im Sinne der Wissenstreppe was auf der Strecke? Ich denke, es bleibt sicher was auf der Strecke. Das heißt, dieses Vernetzung
ohne Ziel und Zweck. Also dieses Thematik, den Kaffee gemeinsam trinken, auf eine gute Idee kommen. Die Tür steht offen, ich rede mal mit dir. Oder sich mit Leuten treffen. Ich bin ja jetzt sehr viel so auch in internationalen Konferenzen da als Speaker unterwegs. Was ich dort immer schätze, ist nach dem Vortrag beim Kaffee noch mit Leuten zusammenstehen und noch ein paar Punkte zu reden. Das gibt es jetzt nicht. Entweder wird im Chat die Frage gestellt oder die Chance war weg. Und daraus ergeben sich Dialoge, Kontakte, ähnliches, Projekte und vieles andere. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir so einer reinen, sagen wir mal, nur rein zweckorientierten 10-Minuten-Meeting, um dies zu tun und das zu kommen. Auf der anderen Seite im langweiligen Rumlabern im Zoom-Meeting, das passiert auch, passt dann auch nicht, da ist der Kontext dann nicht richtig. Aber es braucht sicher diese Freiräume und von daher denke ich auch, diese Hyperdigitalisierung, die diese persönliche Treffe, Interaktion und ohne Ziel, sich Zeit zu nehmen, über Dinge zu reden, das brauchen wir in der Zukunft. Das müssen wir wesentlich mehr, wieder mehr nehmen. Also wir haben gerade ein Buch wieder beendet. Wir haben ein Buch bei Springer, schreiben wir gerade eins zum Thema The Future of Work in the Digital Economy. Und da haben wir jetzt im Epilog so ein paar Punkte zusammengefasst, was so in den nächsten 10 Jahren vielleicht sich entwickeln sollte. Und da haben wir einen Punkt genannt, der heißt also besseres Gleichgewicht zwischen Resilienz und Effizienz. Also mehr Slack-Ressourcen, also mehr Zeit, mehr Dinge, mal Dinge anzugehen. Also nicht alles bis aufs Letzte jetzt noch effizienter zu trimmen und ähnliches. Und in diese Richtung geht das eigentlich auch. Also diese Resilience und Efficiency besser auszubalancieren und vielleicht auch eher in Resilience. Und Resilience heißt, wenn Sie nicht ausgemergelt bis auf die letzte Maus irgendwie versuchen, jetzt irgendwas im Unternehmen zu erreichen, sondern wirklich auch ein bisschen großzügiger manche Dinge angehen. Da sind wir im Moment noch nicht so weit, aber ich hoffe, dass die Erkenntnis da sich langsam setzt. Genau. Wunderbar. Huch, jetzt kam doch noch eine Frage rein. Das sollte ja jetzt so ein bisschen das abschließende Wort sein, aber ich will auch keine Frage unterdrücken. Aber Dorothea, das wäre dann jetzt wirklich die letzte. Gibt es Beispielkalkulationen zur Rendite, jetzt wird es hart, ja, beziehungsweise Kosteneinsparungen durch die Investition in Wissensmanagement, die man nutzen kann, um andere dafür zu gewinnen? Es gibt natürlich eine ganze Menge von diesen Dingen, wobei man immer wieder sagen muss, die Frage ist, wie definieren, wie eng oder wie weit definieren Sie Wissensmanagement? Und am einfachsten ist es natürlich, indem Sie Use Cases haben, indem Sie zeigen, Unternehmen, die dies und jenes gemacht haben, haben mit Wissensmanagement so und so viel eingespart, haben neue Projekte gewonnen oder ähnliches in der Thematik. Also das gibt es auf jeden Fall. In meinem Buch schreibe ich ja eine ganze Menge über die Wirksamkeit von Wissensmanagement zu dieser Thematik. Also da können Sie schon, gibt eine relativ große Literatur, die sich über diese Wirksamkeit und Messbarkeit von Wissensmanagement beschäftigt. Aber das ist sozusagen nochmal eine neue MOOC-Session, in der man sich damit beschäftigen muss, was das Ganze angeht. Vielleicht haben Sie eine da vorgesehen oder man kann eine vorsehen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich denke, möglichst an konkreten Dingen festhalten, indem man konkrete Use Cases nimmt. Das ist das Einfachste. Das Zweite ist die Frage, was wäre, wenn wir es nicht machen? Sie kennen das mit Qualität. Versuch's mal ohne Qualität. Genau. Also diese gleiche Diskussion wird ja bei vielen Dingen immer wieder diskutiert. Dann sag mal, wenn wir kein Risikomanagement machen, okay, was wäre dann? Wenn wir kein Qualitätsmanagement machen, wenn wir kein Wissensmanagement machen, was wäre dann? Also, leisten wir es oder leisten wir es uns nicht? Also diese, ich würde mal eher die umgekehrt fragen. Versuch's mal ohne. Ja, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, die Zeit ist verflogen. Ich fand, es war wirklich ein sehr inspirierendes Webinar, ein gutes Beispiel dafür, dass man auch über virtuelle Medien eben anregende Dinge tun kann. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Nord, dafür, dass Sie das für uns gemacht haben. Das war ein grandioser Auftakt für unseren MOOC. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Es waren ja doch einige. Vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben oder Bemerkungen im Chat gemacht haben, um das Ganze lebendig zu machen. Und ansonsten wünsche ich allen einen wunderschönen Feierabend. Viel Spaß mit den nächsten MOOC-Einheiten und Ihnen, Herr Nord, viel Spaß weiterhin in den Schweizer Bergen und einen schönen Abend. Genau. Vielen Dank auch von mir an alle, die da waren, an Sie, Herr Professor Nord, dass Sie Zeit hatten für uns heute. Gerne, habe ich gerne gemacht. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und vor allen Dingen schauen Sie mal von dem, was wir heute angefangen haben zu diskutieren, was Sie in Ihrem Alltag irgendwie doch anwenden können.